Hast vergessen zu abonnieren oder was? Ich erinnere dich daran. Ist kostenlos. Glocke aktivieren. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Knab Black Fire Studios und heute in diesem Video werden wir mal ein bisschen näher auf das alte Glitch-Video, sage ich jetzt mal, eingehen, weil ja doch noch so viele Leute da Probleme hatten. Und zwar mit dem Karin Sultan, die haben ihn entweder nicht gefunden oder ja, das Geld wurde zwar nicht abgezogen, aber Auto war nicht in der Garage. Weil einfach viele das Ganze so gemacht haben, die haben das Auto einfach gekauft. Das habe ich aber im letzten Video nicht erwähnt und nicht gesagt, dass ihr euch einfach das Auto kaufen sollt, sondern ihr müsst es wirklich auf der Straße finden, ja. Und ihr dürft auch nicht, gut, das war jetzt vielleicht teilweise mein Fehler, ich habe vielleicht gesagt, man muss in der Tuning-Werkstatt bei Bennys alles draufklatschen, aber die Versicherung gehört da nicht drauf, weil dann das Auto ja versichert ist und das darf einfach nicht sein, ja. Und das mit dem Charakter, da es hören halt wieder so viele Leute gar nicht zu, was ich überhaupt im Video sag. Und das die Fragen kommen halt knallhart genauso rein, die ich halt eigentlich auch schon beantwortet habe. Ja, okay, das ist jetzt schon bekannt für die viele hören einfach nicht zu. Ja, das ist halt deren Problem. Nichtsdestotrotz ist das wirklich einfach. Ich werde das Ganze nochmal mit euch machen. Es gibt außer dem Karin Sultan, der hier eigentlich immer in der Nähe. Ich habe auch mal meine Probleme gehabt damit. Ich habe auch mal 20 Minuten lang gesucht, eine halbe Stunde. Man muss halt die Straßenfahrzeuge auf dem anderen Charakter halt auch tauschen, damit das Ding überhaupt dann da auch aufkreuzt. Weil wenn ihr immer ein und dasselbe Straßenfahrzeug benutzt, dann wird sich da auch nichts ändern. Ihr könnt auch die ganze Map umfahren. Da wird sich vielleicht städteweise was ändern, aber das wird dann schwieriger, den zu finden sein. So. Wie gesagt, ihr könnt das gerne noch machen und so einen Schmarrn reinzuschreiben, ob man dafür gebannt wird und so, das ist völliger Blödsinn, ganz ehrlich. Das mit dem zweiten Charakter, ja, wenn bei euch da wichtige Sachen drauf sind, dann braucht ihr den Glitch nicht machen, das habe ich euch auch schon so erwähnt, aber das Geld solltet ihr von eurem Main-Charakter einfach auf die Bank einzahlen, ja, das hat folgenden Vorteil. Beziehungsweise das, der zweite und der erste Charakter teilen sich einfach das Geld. Ja, ihr habt dann dasselbe Geld auch auf dem zweiten Charakter. Und ja, hier eigentlich abends spawnt manchmal der Albani Manana, glaube ich heißt der, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in komplett gelb als Cabriolet. Das ist hier auf diesem Spot, ja, auch nicht weit weg hier von dem Bennys Tuning Laden und von der Arena. Auf diesem Parkplatz hier, der bringt euch 1 Million. Bringt euch eine glatte Million, ja? So. Das mit dem Zweitcharakter, wie gesagt, das da hören, da checken. Ich weiß nicht, warum Leute das nicht checken oder nicht zuhören wollen, warum ich überhaupt in dieses Mikrofon da reinrede, frage ich mich auch. Vielleicht zeige ich auch nur noch demnächst nur noch Bilder mit Text. Aber ihr müsst euch einfach nur bewusst sein, welcher euer Hauptcharakter ist und welcher euch halt wichtig ist. Bei mir ist es der in diesem schwarzen Anzug mit einem grünen Streifen. Ja, und ob der jetzt hier steht oder da steht, ist eigentlich völlig egal. Ja, und wenn er über dem Level 120 ist, dann wird er immer auf den Charakter, den ihr löscht und neu erstellt, immer das übertragen. Wenn ihr zum Beispiel Level 100 seid, dann wird es halt genau 100. Und wenn ihr so wie ich 200, 300 seid, dann wird es immer den 120er Rang über reichen, sozusagen. Ja, ihr müsst auch, ich habe das aber auch genau an dieser Stelle so gesagt, ihr müsst das pro Auto und pro Autoverkauf am besten müsst ihr das so machen, dass ihr den Charakter löscht. Ja, ein Auto, Charakter löschen, wieder neu erstellen, wieder ein Auto machen. Also könnt ihr das immer so wiederholen. Das müsst ihr immer wieder so wiederholen. Ihr könnt nicht dann einfach 20.000 Autos da reinspeichern. Pro Auto, Charakter löschen, neu machen. Ja, eigentlich simpel zum Verstehen. Ich lösche ihn nochmal, ja, einfach auf Löschen, Viereck. Das geht jetzt nicht für PC und Next Gen, weil dort die Versicherung mit bei dem Aufrüsten mit dazu kommt. Deswegen lohnt sich das dort nicht, ja. So, ich lösche ihn jetzt hier. Muss es auch genau so reintippen, wie es da oben drauf steht. Tippe das Wort Löschen ein.
Mach doch, Alter. Löschen, dann Absatz darf hier am Ende nicht sein. Seht ihr das? Der Cursor muss wirklich am Ende sein, alles klein. Bestätigen, sonst wird er das nicht machen. So, habt ihr diesen gelöscht? Wenn ihr nichts auf diesem zweiten Charakter habt, nichts Wichtiges, dann könnt ihr den Glitch machen. Falls euch da was Wichtiges ist, so wie bei meinen anderen Accounts, deswegen zeige ich das, diesen Glitch mit diesem Account, wo der zweite Charakter mir scheißegal ist. Den lösche ich halt, ja. Und wie gesagt, es ist egal, auf welcher Seite er steht, ja. Und beide haben dasselbe Geld. Man kann hier nichts falsch machen. Ja, man darf halt nicht den Main-Account löschen. Das wäre halt echt dumm, okay. Also man muss schon schauen, wer hier das Schild hochhebt. Und den nehmt ihr dann, wenn ihr den gelöscht habt mit Level 1. Und jetzt fragt ihr euch sowieso, ob ihr das Level von da auf da, beziehungsweise von da auf da, da, blöd, rüber speichern wollt. Ja, will ich. So, und kann man eigentlich irgendeinen Namen hindonnern, einfach speichern und weiter. Und dann geht ihr in eine öffentliche Sitzung, geht am besten dann in eine... Ah, ist irgendeine Scheißmeldung hier, ja, ja, ist ja gut. Geht dann einfach in eine geschlossene Freundesitzung. Ah, meistens abends rum ist das mit dem Albani-Wagen, mit dem gelben Cabrio. So gegen 19, 20 Uhr muss man hin und her fahren, aber bei diesem Parkplatz, vielleicht steht der Wagen da. Ja, wenn nicht, macht ihr das mit dem Karren. Und wie gesagt, ihr müsst halt mal, wenn es nicht klappt, mal Lobbys wechseln. Und auch die Straßenfahrzeuge, in denen ihr selber sitzt oder Motorrad, müsst ihr halt manchmal tauschen, damit dort in der Region die Fahrzeuge sich auch wechseln. Versteht ihr das? Es ist so einfach, auch wenn es dauert auch mal bei mir eine halbe Stunde. Ja, dann egal, dann finde ich diese Karre, aber... Viel bringt es auch nicht, wenn ihr dann reinschreibt, ja, ich fahre jetzt seit einer halben Stunde rum, ich habe ihn nicht gefunden. Ich kann dann aber auch nichts dafür, also ich kann da nichts dagegen machen. Ne? Also, dann müsst ihr halt weiter probieren, ich kann nichts dagegen machen. So, was haben wir jetzt? Uhrzeit, schauen wir mal, 9 Uhr. Also man kann ja mal dahin fahren, ich mache nochmal eine neue Sitzung. Wie gesagt, falsch ist es, das Auto zu kaufen. Völliger Blödsinn, ja, habe ich auch nicht in dem Video erzählt. Und das Auto zu versichern. Also Tuning und Versicherung, es hat nichts mit dem zu tun, ja, und auch nicht die Bombe. Optisch und Leistung von dem Auto so machen, von dem Karren, das halt 800k bringt. Oder halt beim Albani auch alles reinklatschen, damit halt die Million bringt. So. Und das könnt ihr also zwei, dreimal machen, weil dann wird der Verkaufspreis so stark sinken, dass ihr dann diese 18 Stunden warten müsst, damit ihr das Ganze wieder von neu machen könnt, damit die Autos dann einfach den vollen Preis bringen. Das ist ja dieses neue System von Rockstar Games. Danke dafür. So, also wenn ich jetzt entweder den Albani gefunden habe oder den Karren Sultan, dann hören wir uns wieder, wenn ich dann einfach, ich fahre einfach so meistens bei Benny selber, und da ist er schon. Ja, da ist er schon. Ich habe ihn schon gefunden, ja. Das ist ja. Meistens ist er irgendwo vor der Arena oder so oder hier, wie ihr sehen könnt in der City. Ich glaube, jeder kennt diesen Ort. Und ja, man kann noch versuchen dann zu schauen, ob der Albani da ist, aber er ist wirklich meistens irgendwie voll in der City. Meistens ist der Albani, ich fahre mal nochmal kurz rüber, vielleicht finde ich ihn ja da, an dem Ort hier. Falls nicht, hören wir uns eh dann bei Bennys in der Werkstatt. Ihr müsst natürlich auch die ganze Einführung dann gespielt haben und so, damit ihr dann überhaupt auch das Ganze aufrüsten könnt und so dergleichen. Aber wie gesagt, Next-Gen-PC klappt nicht. Ja, jetzt aktuell ist die Lage ziemlich schwer für einen guten Anbieter für Accounts. Ziemlich schwierig, ja, das wissen wir alle. Aber hier, jetzt bei meinem neuen Partner NashFlare.com werdet ihr definitiv auch fündig. Ja, jede Menge Auswahl an verschiedenen Spielen. Unter anderem auch natürlich GTA 5 hier im Bild zu sehen, neben mir. Sehr, sehr geil. Schaut euch einfach um. Es gibt gute Preise, es gibt gute Accounts. Ist zuverlässig, keine Sorge. So, schade drum, der Albani ist nicht da. Das ist nur der andere Wagen. Der bringt nicht viel Kohle. Deswegen fahre ich jetzt zurück und mache das mit dem Sultan. Aber ansonsten steht der hier bei diesem Parkplatz. Meistens abends rum müsst ihr schauen, so 19, 20 Uhr auf dem Handy bei euch, nicht auf eurem echten Handy, sondern GTA dem Handy, ja. Also wir fahren jetzt zu Bennys, klatschen alles drauf außer der Haftbombe und der Versicherung, weil die Versicherung wird euch diesen Glitch kaputt machen, ihr werdet zwar euer Geld
nicht verlieren, aber das Auto werdet ihr nicht behalten, somit hat sich's halt da erledigt, da hat sich halt nichts getan, ja. Und ich mache das halt so, dass meine Konsole so oder so per WLAN am Router verbunden ist sozusagen. Falls ihr das mit langen Kabel macht, macht das lieber mit WLAN. Ist safer, sage ich mal. Ja, jetzt klatsche ich alles drauf und verlasse nicht die Werkstatt. Ja, ich bleibe einfach so im Menü und trenne das Internet. Und das war's schon. Das ist wirklich extrem einfach. Also, wenn ihr euch an die Steps haltet, werdet ihr sehen, wird das funktionieren. So, also ich habe jetzt komplettes Tuning draufgehauen, außer Versicherung und dem Sprengstoff. Ja, ganz, ganz wichtig. Jetzt gehen wir mal auf Verkaufen. Ja, ich habe nur noch die 400k, weil ich habe den Wagen schon einmal verkauft. Ja, das wären jetzt eigentlich 800k, aber nach dem zweiten Verkauf ist halt das Auto nur noch beim Verkaufen 50% wert. Ja, deswegen sind es jetzt bei mir 400.000. Wenn ihr das erste Mal das mit dem Wagen macht und alles voll aufgetunt habt, das sind by the way die Luxus-Chrom-Felgen, nicht Bennys Felgen, hier bei den Reifen, hier Felgentyp, nicht die hier, die sind nicht die teuersten, die Bennys, sondern die Luxus-Chrom-Felgen ganz unten, die sind hier bei 83k oder so, ja. Wie gesagt, ich habe das schon mal gemacht, ich habe mir auch schon verkauft, das heißt, ihr bleibt hier in dem Menü, ja, so. Und trennt jetzt einfach das Internet. Netzwerk, Einstellungen, zack, zack, raus. Und ich bekomme einfach das Geld dann jetzt zurück. Wenn ich dann jetzt einfach wieder in den Online-Modus gehe, bekomme ich das Geld zurück. Ja. Und könnt ihr gerne zurückspulen und schauen, was ich jetzt da an Kohle hatte. Ich habe jetzt selber nicht aufgepasst. Aber auf jeden Fall sollte das Geld nicht abgezogen sein. Das weiß ich. Also ich habe es noch nie hier bei diesem Schmarren Internetrennen, Scheiß und so irgendwie Geld verloren. Ja, es gibt eigentlich immer das Geld zurück, ja. Und bei mir wird halt noch das Auto in der Garage sein. Dann verdecke ich es halt nochmal für die 400k. Mache halt 400.000, was nicht schlecht ist, sage ich mal. Und lösche dann den zweiten Charakter, wenn ich das halt jetzt nochmal machen sollte. Ja, und mach ihn von neu, den Charakter. Dann suche ich wieder das Auto, kauf's nicht oder so ein Scheiß, ja. Entweder findet sie den Karin, Aussehen möchte ich jetzt nicht verändern, oder ihr findet den Albani abends rum. Er lohnt sich halt mehr, ne, das ist schon mal klar. Also wie gesagt, der Manana ist schon da viel besser. Der erste, beim ersten Verkauf bringt halt 1 Million. Dann wartet sie halt 18 Stunden, wenn ihr die 2-3 Mal verkauft habt, dann würden die halt wieder den vollen Preis bringen. Jetzt passt auf, Geld ist auf jeden Fall nichts abgezogen worden. So, Mechaniker. Man muss schon Minimum 1 Million reinstecken ans Tuning vom Fahrzeug. Das habe ich jetzt wieder zurückbekommen und hier ist der Sultan RS. Und den kann ich dann einfach fahren und verkaufen. Ah, da hinten ist er. Seht ihr das? Easy. Also der ist da, ich kann ihn noch verkaufen für die 400k und das Geld ist da und dann habe ich halt extra Kohle gemacht. Ja? So ein Ding ist es. Okay, ich hoffe, ihr habt es dieses Mal verstanden. Wie gesagt, nicht versichern, ja, nicht kaufen das Auto, Geld auf die Bank einzahlen und ihr könnt da nichts falsch machen. Falls ihr Fragen habt und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like und ein Abo freuen. Und falls ihr dennoch Fragen habt, natürlich könnt ihr das trotzdem in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten hören wir uns einfach mit dem nächsten Video. Das Video war doch gut, kannst du doch bestätigen. Abonnieren und liken. Das ist nicht so schwer. Dankeschön.